Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Wochendekoration, der letzten in diesem Jahr, so wie es aussieht. Wie ihr schon seht, ich habe hier schwarze Einlagen. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren mit schwarzen Einlagen. Und was eignet sich denn besser für eine Silvesternacht in der nächsten Woche als schwarze Einlagen? Und natürlich mussten Feuerwerksstempel her. Die habe ich jetzt aus dem, ich glaube, auf S-Trendshop. Ich mag die Stempel einfach dort. Also man findet unheimlich viel und die haben mir jetzt am besten gefallen. Es gibt ja noch welche von Dani Pois, aber die hier haben noch so unterschiedliche Größen und Ausführungen. Deswegen habe ich mich letztendlich doch für dieses Set entschieden. Es ist richtig cool und ich werde jetzt hier überall Feuerwerk stempeln in unterschiedlichen Farben. Ich muss sagen, mit den Versacolor geht das nicht so gut. Also ich musste da echt kämpfen. Aber mit dem Dewdrops von Versamagic geht das richtig gut. Wenn ihr mehrere von den Versamagic habt, dann erzielt ihr damit eigentlich einen recht guten Effekt. Und ich musste leider kämpfen. Also man sieht das auch, ich musste mehrmals drüber stempeln, damit man das überhaupt sehen kann. Und ich habe auch noch die ganzen glitzernden Stempelkissen verwendet, wie Silber und Gold und Bronze, weil ich auch einen glitzernden Effekt haben wollte. Ich bin gerade dabei, es ist der 24. Dezember, ich bin gerade dabei, den Tannenbaum zu schmücken. Ich bin jedes Jahr für diese Aufgabe zuständig und ich mache das sehr gerne. Bis auf die Tatsache, dass dieser Baum sehr stachelig ist. Also ich habe mir jetzt schon mehrmals in den Fingern gestochen und ich glaube, das wird noch mehr, wenn ich jetzt weitermachen werde. Ich muss dabei jetzt unterbrechen, weil ich sonst keine freie Minute gehabt hätte. Wir sind jetzt hier in den Weihnachtsvorbereitungen und ich werde den Abend mit meiner Familie verbringen. Ich glaube, wir werden richtig schön essen, so wie wir es jedes Jahr eigentlich machen. Und ich habe es euch ja schon gesagt, das Essen ist eigentlich das Beste an diesen ganzen Feiertagen und ich bin dafür. Ich freue mich schon auf das Dessert, weil das Dessert ist für mich immer das Wichtigste, weil ich eine richtige Naschkatze bin und es geht nichts über ein leckeres Dessert an Feiertagen. Das ist die Krönung. Ja, ich habe einiges von dem Tannenbaumschmuck ausgepackt und ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich vor 2 Jahren ungefähr neues Spielzeug für den Baum gekauft habe, weil unseres schon richtig alt ist und man möchte ja nicht jeden Tag, also jedes Jahr dasselbe Spielzeug sehen und da dachte ich, es wird langsam mal Zeit, irgendwas Neues zu kaufen. Und ich muss sagen, ich bin recht stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, weil ich habe es jetzt ausgepackt und gesehen, wie schön das eigentlich aussieht und dass das gut zusammenpasst. Und auf dem Weihnachtsmarkt haben meine Mutter und ich auch 4 neue Glöckchen gekauft. Und ich bin, ja, es ist schade, dass wir nicht mehr gekauft haben, weil 4, man sieht die kaum. Und, aber naja, wir nehmen, was wir kriegen können. Ja, meine Lieblingskugeln sind übrigens die großen blauen. Also ich liebe die total. Meine Lieblingsfarbe ist ja blau, deswegen mag ich sie eigentlich am liebsten und nicht. Und ich hoffe, dass die noch lange erhalten bleiben, weil ich sie einfach nur so schön finde. Die sind einfach schlicht blau, dunkelblau. Und sie haben so einen leichten Schimmer.
Was kann ich euch noch erzählen, wenn das Video hochgestellt wird? Ich weiß nicht, ob ich den Planer-Rückblick-Tag da schon gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe schon. Und ja, und den Plausch, wie ihn andere wohl nennen würden, mache ich wahrscheinlich erst dann nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Wochendekoration zur KW 52 machen werde. Vielleicht lasse ich es, weil die ungefähr so ähnlich aussehen wird wie diese hier. Da bin ich noch unschlüssig. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau mache oder ob ich das überhaupt mache. Wir werden sehen. Ich hoffe, es klappt soweit alles. Und ich werde die Zeit finden, das zu machen. Mich würde mal interessieren, was ihr so an Heiligabend, Weihnachten macht oder gemacht habt, je nachdem, wann ich das Video hochstelle. Ob ihr da bestimmte Rituale habt oder ob ihr sagt, nö, das entscheiden wir jedes Jahr spontan und je nachdem, was kommt. Also wir haben meistens immer einen festen Ablauf, an Heiligabend zumindest. Wir essen zusammen und gucken uns vielleicht noch einen Film an. Also bei uns, unser Traditionsfilm ist Schöne Bescherung. Und ja, der Film ist einfach nur so witzig und den kann man sich echt jedes Jahr anschauen. Und mit der Familie Griswold gibt es kein schöneres Weihnachten, kein chaotischeres Weihnachten. Was ich hier mache, ich habe hier das Hello von diesem Stück Papier ausgeschnitten, was es immer in diesen Boxen bei den Webster's Pages gibt. Und das habe ich jetzt mal ausgeschnitten. Das lag bei mir so noch so rum und dachte, jetzt passt ja eigentlich ganz gut dazu und habe das jetzt ausgeschnitten. Dieses Happy New Year habe ich aus dem DM. Da gibt es ja dieses Project Life ja, Sets, es sind ja mehrere, und das habe ich mir extra rausgesucht. Ich wollte noch eins verwenden, das mit den Sektgläsern, aber ich habe die nicht gefunden. Ich habe die echt lange gesucht und ich habe sie echt nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe echt alles abgesucht und konnte sie nicht finden. Und natürlich verwende ich auch die Sticker-Sheets von DM, die es ja dazu gab. Ich habe mir jetzt fast alle Sets gekauft von diesen DM Project Life Sets und verwende jetzt die ganzen Sticker und ja. Was ich hier übrigens ausschneide, das sind so Haut-Tattoos. Die kann man sich auf die Haut kleben. Und ich fand das eigentlich eine gute Idee, das mal auch aufs Papier zu kleben. Und das werde ich dann nachher machen. Ich versuche hier alles mit einzubringen, um das neue Jahr willkommen zu heißen. Denn ich freue mich tierisch, wenn das alte Jahr endlich rum ist. Ich bin sowas von happy, glaubt's mir gar nicht. Dieses Jahr war einfach nur beschissen, auf gut Deutsch. Also es war nicht schön, also für mich nicht. Und ich glaube, für viele andere auch nicht. Und ich klebe jetzt hier alles drauf, um mir und anderen ein gutes Jahr zu wünschen, um mir Mut zu machen, um alles Positive rauszuholen, was ist, ja, einfach nur, damit das Jahr auch wirklich schön wird. Also ich habe hier Let's Party, Smile, Hello 2017, ich glaube, ich werde noch einen Sticker mit Grow, ja genau, da kommt er, mit Grow über sich hinaus wachsen oder generell wachsen, neue Erfahrungen sammeln und Spaß haben und genau. Und das hat mir übrigens unheimlich Spaß gemacht, diese Wochendeko, weil es mal etwas komplett anderes ist. Ich bin da ausgebrochen aus meinem, aus meinem Trott, aus dem langweiligen Trott. Deswegen
hat es mir unheimlich Spaß gemacht. Ich wollte das schon immer mal ausprobieren, so ein richtiges Chaos. Und ich muss sagen, es hat mir unheimlich gefallen, wie das dann letztendlich gewirkt hat. Und ich bin auch recht stolz auf mich, dass ich all meine Sticker, die irgendwie nur rumlagen, dass ich die mit einbringen konnte. Und mit den schwarzen Seiten sieht das echt mega cool aus. So, hier bringe ich den Sticker mit ein. Ich muss sagen, es sieht echt cool aus. Und ich habe die im Woolworth gefunden. Stand ziemlich lange vor dem Regal und dachte, sollst du sie mitnehmen? Willst du sie mitnehmen? Willst du sie überhaupt benutzen? Und ja, also ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Es war eine gute Entscheidung und ich bin da recht glücklich, dass ich das gemacht habe, dass ich das mitgenommen habe. So, der letzte Schliff. Ich klebe noch ein bisschen was dran, was nicht so gut geklebt hat. Und dann, glaube ich, geht das ab in den Planer. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Weihnachtsfest mit euren Lieben. Dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein. Und vor allem hoffe ich, dass dieses Jahr für uns alle besser wird, schöner, vorteilhafter und was auch immer. Vor allem bleibt alle gesund. Ich glaube, das ist das Wichtigste eigentlich überhaupt. Ohne Gesundheit geht gar nichts. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt mir weiterhin treu und ich gebe mein Bestes. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr weiter bei meinem Kanal dabei seid. Macht es gut und wir sehen uns dann wahrscheinlich im neuen Jahr wieder. Bis dann. Tschüssi.